Einige hielten mich damals für ein wenig verrückt und verträumt. Heute können wir feststellen, vieles aus diesem Traum ist wahr geworden. Ein Traum ist wahr geworden. Licht am Horizont hat sich aufgetan. Falls Ihnen irgendjemand mal einreden sollte, früher wäre alles besser gewesen, glauben Sie gar nicht. Schule ist von Menschen und für Menschen gemacht. Und deswegen, weil das hier erstmal nur die Hülle ist, die wir jetzt so toll hingekriegt haben, geht jetzt, glaube ich, die Reise nach innen. Ich sage jetzt mal so, dieses Gymnasium blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Tradition bewahrt nicht davor, unterzugehen. Tradition bewahrt nicht davor, zu verglühen. Ich kann nur heute und hier feststellen, diese Schule hat in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, die Aufgabe wahrgenommen, die anstand. Wir haben ein helles, geräumiges Gebäude, welches uns die Nutzung modernster Medien ermöglicht. Eine Aula mit Bühne und Trennwänden, Kunst-, Musik- und Computerräume. Eine richtige Küche mit Schulkiosk, ja sogar ein Fotolabor im Keller. Und Dinge, die ich in einer Schule vorher noch nie so gesehen hatte. Und genau das ist der Weg zum heutigen Tag. Er war äußerst staubig, aber er war keine glatte Straße. Und deswegen möchte ich heute am Ende im Namen des Kollegiums an alle Dank sagen, die den Mut hatten, Wege zu gehen, die noch niemand ging, und wie wir heute sehen können, Spuren zu hinterlassen und nicht nur Staub.